Angeklagten wird vorgeworfen, dass sowohl seine damalige Lebensgefährtin als auch seine Eltern versucht zu haben, mit dem Rattengift zu vergiften. Wie hat der Angeklagte heute auf die Vorwürfe reagiert? Der Angeklagte hat eine Verteidigererklärung abgegeben, das heißt, er hat nicht persönlich Stellung genommen, sondern über seine Verteidigerin. Darin hat er sämtliche ihm zur Last gelegten Vorwürfe bestritten. Werden die Eltern und auch die Lebensgefährtin, die damalige Lebensgefährtin Aussagen machen, beziehungsweise haben sie ihn auch angeklagt? Sowohl die Lebensgefährtin als auch die Eltern sind Zeugen. Als solche ist geplant, sie heute zu vernehmen. Sie sind geladen. Die Beweisaufnahme wird heute beginnen. Ob und in welchem Umfang hier insbesondere die Eltern Aussagen machen, wird abzuwarten sein. Im Falle einer Verurteilung, welche Strafe droht dem Angeklagten? Auf Mord steht lebenslange Freiheitsstrafe. Hier ist zu beachten, dass es sich um einen versuchten Mord handelt. Danach kann die Strafe gemildert werden. Der Versuch ist ein sogenannter gesetzlicher Strafmilderungsgrund. Ob und in welchem Fall das der Fall sein wird, bleibt dem Urteil vorbehalten. Es wird sicherlich eine umfangreiche Beweisaufnahme geben, nachdem der Angeklagte ja hier die Tatvorwürfe bestritten hat. Es sind viele Verhandlungstage angesetzt, mehrere Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird es sicherlich erst im Laufe des nächsten Monats gerechnet werden können.